Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Fichtal V2. Müsste, glaube ich, Folge 98 sein. Na, wir kommen der 100 näher. Na, es ist nicht mehr lange, es ist nicht mehr weit. So, mal kurz schauen, kommt nichts, dann fahren wir. Wie schon in der letzten Folge gesagt, ich habe mir jetzt den Drescher geschnappt und gehe zu den Smiths, oder bin bei den Smiths. Und werde hier ihre Sonnenblumen dreschen. Da hinten habe ich gesehen, haben sie mir einen Anhänger hingestellt. Dann werde ich das da abtanken und ihnen dann einfach Bescheid geben, dass das Feld fertig ist. Oh. Wirklich extrem gespannt, was Giants da raushaut beim 25er. Also ich habe geahnt, dass er kommt. Weil viele haben ja gesagt, nee, der kommt nicht mehr. Hätte schon lange was kommen müssen. Aber eigentlich vom Zeitplan her, ne, vor der Farmscom ist eigentlich immer so LS-Zeit. Sag ich mal. Veröffentlichungen haben sie, glaube ich, beim 22 auch schon so gemacht. Drei, vier Wochen vor der Farmscon. Und das ist also ganz normal. Beim 19er war keine Ahnung mehr. So. Das geht ja eigentlich echt fix hier, ne? Gefällt mir. Gefällt mir. Pause! Laumann, Hermann, hi. Guten Tag. Ach, Sie waren der, der beim Häckseln dabei war, ne? Ja, genau, der Angestellte vom Hof Fichtelberg. Genau, mit Ihnen wollte ich sowieso noch kurz quatschen. Sie hatten, ja. Also wenn ich nur kurz dazwischen reden darf. Ja. Sie hat mich ja gefragt wegen dem Verrechnen. Ja, wegen Maisabfahren, genau. Genau, am besten klären Sie das gleich mit dem Smith-Hof. Mhm. Weil wenn es über mich läuft, dann muss ich ja wohl oder übel einen Zuschlag machen. Dann kommt es für die günstiger. Achso, dann den Herrn Smith. Alles klar. Herr Smith oder der Herr Axel Flecken? Ja gut, dann werde ich denen das Geld aus der Tasche ziehen. Genau. Also ich würde es wahrscheinlich mit dem Axel Flecken machen, weil der war ja auch dabei. Ja. Der, okay. Der John Smith, der war abwesend da. Keine Ahnung, prima. Ob der Bescheid weiß. Ja genau, und deswegen wollte ich mit ihm quatschen. Okay, schießen Sie los. Ja genau, deswegen. Okay. Ja, gut. Schön haben wir darüber gesprochen. Ne? Schönen Tag. Was machen Sie gerade? Ich bin am Ernten. Was ernten Sie? Sonnenblumen. Sonnenblumen. Und was kann das Lohnunternehmen denn noch alles ernten? Vieles. Haben Sie auch Maschinen für Weinbau? Nein. Nein. Da ist in der Region sozusagen nichts los. Und sie müssen sich mal überlegen, die Investition, das sind, ja, ich habe es mal durchgerechnet. Also zwischen 500.000 und 800.000, bis man das wieder rein hat und wenn da so gut wie keine Aufträge kommen. Ja, das Tod ist Kapital. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Na ja, gut. Ja, sonst können Sie fast alles abernten. Ja, also wir haben einen Rübenernter, wir haben Häcksler mit diversen Anbaugeräten oder Anbauteilen, wir haben Drescher, Grastechnik. Aber Sie dürfen das. Ja. Wie ist das mit Geräteleien wie Pflug oder Grubber? Machen Sie sowas? Wir leihen auch aus, ja.
Okay, gut. Ja, der Anton ist heute noch nicht da und ich werde mich da Ja. ein bisschen schlau, bei ihm wollte ich mich ein bisschen schlau machen. Ja klar, also wenn Sie wollen und eine freie Minute haben, zum Beispiel im Winter, können Sie auch gerne mal vorbeikommen bei unserem Hof. Zeige ich Ihnen, was so an Geräten da ist, wie wir ausgestattet sind. Ich denke, wenn man neu ist, ist das sicher ganz spannend. Sind Sie noch auf der Suche nach einem Aushilfsfahrer, wenn jetzt so wie bei der Maishäckselaktion oder so, dass Das, man so einen das. Nebenjob machen könnte noch? Grundsätzlich ja, aber kommt natürlich immer auch darauf an, wie, also wie jetzt in eurem Fall der Anton Bedarf hat für seine Mitarbeiter Ja, das ist klar, das ist oder ja ganz auch klar. Ne? was der Kunde halt stellt. Genau. Ja, aber so ein Zweitjob, so als Nebenjob, müsste ich auch mit Anton absprechen, ob ich das überhaupt darf. Ne? Ja klar. Das Aber überhaupt will. Und grundsätzlich, also der Smithhof hat auch schon für uns gearbeitet, bei euch. okay. Und ja, auch Geräte verliehen, wenn wir jetzt keine Zeit haben, gesagt, hey, komm, holt den Steinesammler oder so. Und dann eine kleine Gebühr verlangt, nichts Wildes. Ja, aber unser Hof, der ist auch eigentlich schon ganz recht gut aufgestellt, was ich so jetzt an Maschinen gesehen habe. Ja, einfach viel Altes und Kleines, ne? Ach, guck mal, sind Sie das hier mit dem Drescher? Ja, genau. Also jetzt halten Sie kurz an, dann können wir. Ah, ich stehe mitten auf Straße. Ich habe zu tun eigentlich. Also Na gut, ein schmeiß andermal. ich Motor wieder an. Gut. Nee, dann weiß ich Bescheid. Nummern haben wir ja ausgetauscht. Ja, sonst hätten Sie mich nicht angerufen, ja? Genau. Wenn Sie Gut. uns einfach mal vorbeikommen, Ja. Feierabendbier oder Kaffee oder. Tatsächlich war der Toni, glaube ich, auch noch nie bei mir. Er Ach sagt so. auch seit etwa 12 Jahren, ja, ich komme da mal vorbei. Wer ist Toni? Ja, der Anton. Heb. Ach so, den nennt ihr Toni. Ja, Okay. ja. Ah, wusste ich noch nicht. So umgangssprachlich. Ich weiß gar nicht, wie der Borch aussieht. Also, da müssen wir mal einen Firmenausflug machen. Ja, also ich glaube, der Einzige, der schon ein paar Mal bei uns war, war der Kevin. Ja, das ist ja aber auch einer. 12 Jahre Azubi, kriegt er ja nichts geschissen, oder? Ich habe keine Ahnung. Habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Also als er mir das eben erzählt hatte, er wäre 12 Jahre Azubi, da habe ich nur gedacht, mit Also wem hast du es hier zu tun? Also. er stand ja im. Was war das? Im Frühling bei mir am Feld und sagt, ja, sportlich unterwegs mit kurzen Hosen und so. Ich sage, so, ja, wieso? Es ist ja 30 Grad draußen. Also, Ja. ja, aber bei Ihnen gibt es wadenbeißende Rehe und so. Oha, ja, die Also, Geschichte habe ich schon mal gehört ich hier, weiß nicht, ob da ja. oben alles in Ordnung ist. Ja, ich glaube, der läuft auch jetzt mit einer tiefen Wintermütze rum. Das sind Sie. Na gut, Oktober, ja, aber so kalt Ja. finde ich es jetzt auch nicht. 18 Grad, dass man da eine Ja, also. Schneemütze aufhaben müsste. Nee, definitiv nicht. Naja, so scheint er ganz nett zu sein. Er macht. Ganz klar. Und er ist sehr motiviert und Er gewillt, was macht zu und lernen. macht. Also. Ja. Ja, müssen Sie ihn mal fragen, was er über Gülle ausbringen, Mutter- und Vaterboden gelernt hat. Oh Mann, ja, ich frage ihn mal. Ja. Das hört sich ja wild an. Das ist höchst Physik auf höchster Stufe, sage ich Ihnen. Nee, Physik und ein Genie hört sich das schon an, nach Geniestreich. Ja, es ist. Was soll ich sagen, ne? Beim LU arbeiten nur die größten Genies und die besten. Alles klar, ja. Bin ich ja mal gespannt, was ich noch hier so erlebe. Ja. Auf jeden Fall. Gut, dann will ich auch nicht länger aufhalten vom Ja. Dreschen. Sonst Und ich einfach würde wieder sagen, durchklingeln oder was auch immer. wir melden uns, ne? Habt ihr euren Kalk eigentlich gekriegt?
Unseren was? Euren Kalk? Also ich hole gerade Kalk vom Landhandel. Okay. Wer wollte denn Kalk liefern? Ich weiß einfach, dass da mal ein Riesengeschrei war. Ihr kriegt keinen Kalk und braucht Kalk und sofort. Und das ist, glaube ich, auch schon 1,5 Monate her. Ja. Ich habe mit dem Herrn Klaus Thaler abgemacht. Ich kann wieder Kalk holen. Das, was er da im Lager hat. Und dann läuft das ja. Genau. Perfekt. Alles klar. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Frohes Schaffen. Wiederhören. Tschüss. Boah, scheint ein ganz vernünftiger zu sein, ne? Der. Hermann Laumann. Was für ein Name. Verkaufte Gebäude. Wird jetzt mein Hof abgerissen? Hoffe nicht. Hoffe wirklich nicht. Manni? Ja. Wie läuft's? Ja, gut. Sehr gut. Und was hat es dann gelegen, vorhin? Wegen deiner Tasten. Doppelbelegung. Ja, dachte ich mir. Ja, eher gesagt sogar Dreifachbelegung. Lenkrad und dann scheiß Farmstick noch dazu, ne? Ja. Scheiße immer. Ich sag dir, du sollst auf dem im Trecker nichts rumfuschen. Bringt das ganze System durcheinander. Ja, ja. Lass die Knöpfe da, wo sie sind. Ja, aber es ist gut, wenn das funktioniert. Wie lange hast du noch etwa? Oh, dauert noch ein bisschen, ja. Ja, dachte ich mir. Klingst aber erkältet. Ja, bin ich auch. Ja. Oh, volle Pulle. Ja. Und das im Oktober. Ja. Aber nicht, dass du jetzt schon wieder krank machst. Ja, vielleicht ein halbes Jahr oder so. Mal gucken. Das geht ja noch. Aber schade, dann verpasst du wieder das Güllefahren. Im Winter. Wie immer. Wie immer. Ja, nichts Neues. Ja, eigentlich eingeplant bist du da. So am Güllefass. Oh, normal, ja. Also deshalb streng dich an. Ah, Vitamintabletten. Da komme ich auch mit 40 Fieber, kein Problem. Das nehme ich dich beim Wort. So. Also, der John ist fertig hier. Dann soll ich gleich bei uns anfangen zu dreschen? Nee, komm, ich mach zuerst das Unkraut weg. So, machen wir so. Perfekt, vielen Dank für deinen Rat. Immer gerne. Ja, verlässlich, ein zuverlässiger Mitarbeiter, das ist unglaublich. Na gut, dann rufe ich jetzt mal den John an. Tu das. Bis später. Bis später. Und John anrufen. Hallo? Tag John, der Rudi hier vom Lohnunternehmen. Hallo, grüß dich, Rudi. Wie geht es dir? Sehr gut, und dir? Ja, doch, doch. Immer was am Rumarbeiten, ne? Man kennt's. Ja, so wie man dich halt kennt. Ja, genau, genau. Du, was hör mal. Was schafft mir die Ehre? Feld 56. Feld 56? Die ist Sonnenblumen. Ja.
habe ich abgeerntet und in euren Anhänger abgeladen. Sehr gut, dann komme ich den gleich holen. Genau. Rechnung, hast du schon was, oder? Nee, das kommt noch, das kommt noch. So schnell bin ich nicht. Ich lade jetzt gerade mal das Schneidwerk wieder auf. Sehr schön, dann kann ich dort gleich weitergrubbern. Ja, siehst du mal. Sonst, wie laufen die Geschäfte? Aktuell viel zu tun. Auch ein bisschen teilweise blockiert, weil TÜV-Inspektion im Hof. Oh. Der checkt alle Geräte durch. Wird jetzt halt bei den Anbau. Man in der Erntezeit. Ja gut, Drescher habe ich ihm gesagt, hey, scheißegal, was mit dem Drescher ist, ich bring dir den später. Kann im Winter machen. Ja, genau. Ne, aber halt Pflüge, Mähwerke, ist alles da eingespannt. Alles wird durchgecheckt? Alles wird durchgecheckt, ja. Wird wieder ein Lawiner kosten. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, da hieß es halt ja mal vor Jahren, nee, die braucht er nicht. Und plötzlich kommen sie mit einer neuen Regelung, dass die jetzt trotzdem müssen. Und schon stehst du da, ne? Steht denn hier schönes Schienenhändler? Case-Traktor. Steht bei der BGA, habe ich noch gar nicht gesehen, das Ding. Ja, tatsächlich haben wir haben ja das letzte Mal im Mais gehäckselt. Ach so, wie ich in Urlaub war, ja. Genau, und da waren mal ein bisschen wenig Leute und Axel abfahren und festfahren ging halt nicht. Dann haben wir den Klaus angerufen und der hat ein Leihgerät vorbeigebracht. Ein das kleines. Ist mal schön von ihm. Ne? Hat da fleißig erst mit festgefahren und danach mit abgefahren. Wer, Klaus? Der Klaus, ja, und der Neue vom Fichtelberghof hat auch mit abgefahren. Wer, dieser Hendrik oder wie er heißt? Der Hermann Laumann. Ah, der Hermann Laumann. Ja, genau. Dem habe ich, glaube ich, noch gar nichts gehört. Ich habe den da das letzte Mal auch beim Abfahren das erste Mal gesehen. Mal schauen. Wie ist er so? Ein netter Kerl, oder? Ja, es scheint kompetent zu sein. Ist ausnahmsweise mal kein Azubi. Ja, das wird ja sowieso schon Zeit, dass der Heb mal ein bisschen Verstärkung kriegt. Ja. Bringt ja sonst gar nichts weiter. Das ist so. Ah ja. Was soll man dazu sagen? Ja. Aber bei euch läuft sonst alles rund? Ja, bis auf Axel, der ist heute nicht da. Der hat ein Gebrechen zu Hause. Oh, okay. Ansonsten, ja. Wir arbeiten halt immer schön fleißig. Ja, das kennt man nicht anders von euch. Ja, aber jetzt wird es ja auch ein bisschen ruhiger, wenn es so Richtung Weihnachten zugeht, ne? Ja, wenn die Haupterntezeit vorbei ist, dann ist es ja wieder ruhig. Genau. Habt ihr jetzt noch was zu ernten? Im Momentan. Müsste jetzt eigentlich alles durch sein bei euch, wenn ich... Müsste alles durch sein, ja. Schau gerade Laptop noch nach, aber... Nee, die Liste ist eigentlich abgearbeitet. Ja, dann ist alles ja nur mehr zum Vorbereiten für die Aussaat. Ja, passt ja bei euch. Ja, wir haben jetzt noch 3 Feldern Sonnenblume, aber die machen wir nächsten Monat. Und jetzt haben die Felder ein bisschen vernachlässigt, jetzt ist halt überall Unkraut drauf. Ja, man kennt's, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das spielt gleich bei der Qualität der Ernte mit. Ja, es ist ja in der ersten Stufe, also da kriegst du es noch gut weg. Wem verkaufst du das? Muss schauen, ob der Landhandel Interesse hat, sonst Export. Sonnenblumen hast du gesagt, oder Mais?
Nee, das sind jetzt, also mein Mais habt ihr ja gekriegt. Den haben wir ja gehäckselt. Ah, das hat Axel. Das habe ich mit Axel so eingefädelt, genau. Über den Preis müssen wir dann noch sprechen. Ja, das haben wir ja gesagt. Genau. Aber da sitzen wir Das mal zu einem einigen. Kaffee zusammen und schauen. Ja, jetzt ist ja noch angenehm warm draußen. Ja. 19 Grad in der Sonne, da können wir uns auf die Terrasse setzen. Genau. Das ruhig mal bequatschen. Das sehe ich auch so. Ja, ansonsten das mit dem Unkraut drauf, das ist oh Gott. Jetzt wird's eng. Was? Was wir denken? Ja, hier auf der kleinen Straße. Der Klaus kommt mir entgegen. Reicht das? Das reicht. Mal kurz und wink mal schön. Ja, huhu. Er steigt aus. Ich muss, glaube ich, mit ihm sprechen. Nee, Oh. aber es ist Raps, wollte ich sagen. Ja, gut, dann hören wir uns gleich, ne? Das Oder sagst du, so. Klaus, schöne Grüße. Dann sage ich, danke. Tschüss. Ciao. Klaus! Moin. Tag! Tag, Jan. Muss dir liebe Grüße von John sagen, von John Smith. Ah, War gerade okay. mit ihm am Telefon. Ach so, ach so. Ja, ich bin hier soweit fertig. Alles durch? Ja, jetzt muss ich aber eben noch schnell den LKW. Da oben wollte ich noch mal gucken. Ja, warte mal. Ich müsste, glaube ich, hier an meinem Schlüsselbund. Ja. Der ist nicht. Der. Hier, das ist der Hallenschlüssel. Ja, danke. Passt auch für die Barriere vorne. Okay, und für unten zum Steinesammler komme ich so hin. Wo hast du Dann. den Flug stehen und so weiter und den Tiefenlockerer? Der ist da hinten in der Halle. Beim Steinesammler? Nee, oben. Habe ich die übersehen? Ja. Hm. Müssten wir dann noch mal gucken. Ja, sonst geh du mal zum LKW. Ja, dann mache ich erst da hinten und dann komme ich gleich nochmal zurück. Genau. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So. Das passt ja wunderbar. Das ist praktisch, diese Auslaufzone hier, ne? Müssen wir uns beibehalten. So, oh, ist so eng hier. Mag das. Nee, warte mal. Den waschen wir noch nicht. Wir brauchen den ja wieder. Passt eigentlich ganz gut. So. Bin ich jetzt falsch oder ist er falsch? Ne, der Schrubber. Flug, Tiefenlockerer. Also, ne? Will ja nicht sagen. So. Dann werde ich hier jetzt noch ein bisschen Unkraut vernichten. Und ich bin mir sicher, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst Däumchen und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.